Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin es denn heute geht? Ah, nach Obermittel- und Heustreu, welches da liegt im Kreis Rhön-Grabfeld in Bayern, im Frankenlande. Da wollen wir mal schauen, eine kleine Übersicht. Die wichtigsten Straßen, die größten Städte. Ja, und ins Frankenland, da reisen wir in der Geschichte ein wenig zurück. So 11. Jahrhundert, da war praktisch das Fürstbistum Würzburg dominierend. Wir sehen hier W-Würzburger Stützpunkte, aber wir sehen Fürstabtei Fulda, Grafen von Henneberg, die hatten da auch Interessen, weil hier liefen wichtige Handelswege von Ost nach West, von Nord nach Süd, also Geld. Wir gehen zuerst nach Oberstreu, das sehen wir hier gleich bei Mellrichstadt und hoppla, eine Burg. Ja, mit Gerichtslinde eine Kirchenburg, um es genau zu nennen. Um die Kirche eine Burg? Die Kirche ist die Burg. Ach ja. Früher mit Graben umgeben, aber im 19. Jahrhundert wurde der aufgefüllt. Die Steildächer, die waren früher auch ein wenig anders. Da war oben ein Wehrgang. Man sieht es hier noch so teilweise an dem Fachwerk, muss man sich das vorstellen. Und hier sehen wir auch von außen verschiedene Einbrüche. Die waren natürlich früher auch nicht da. Hier haben wir noch einen etwas originaleren Teil hier oben mit den Steinkonsolen und den Schießscharten drauf. Unten so steinerne Fensterschieber, auch 17. Jahrhundert. Und hier sehen wir das Prinzip. Auf der Rückseite, da war da praktisch ein hölzerner Wehrgang. Innen angebaut die Garden, das sind diese Speichergebäude. Und das Ganze existiert seit dem 13. Jahrhundert. Immerhin. Ja. Allerdings hört es jetzt auf. Richtig. Da hat es nämlich eine Begebenheit. Links bis 1914, da war die Gartenanlage fast vollständig. Dann kam man auf die Idee, bauen wir eine neue Kirche. Da hat man rigoros abgerissen, bis auf ein kleines Stück im Osten. Dann hat endlich die Vernunft gesiegt. Und auch heute hat man Bilder von damals und die machen nachdenklich, denn was weg ist, ist weg. Nur ein kleiner Teil, wie gesagt. Da haben wir noch Grabsteine aus dem aufgelassenen Kirchhof. Die Kirche, der Kirchturm geht ins Romanische zurück, 12. Jahrhundert. Das Langhaus eben neu, frühes 20. Jahrhundert. Und im Osten, wie gesagt, wenn man es von der richtigen Seite betrachtet, dann sieht man außen die schwere Wehrmauer, früher oben noch mit Wehrgang, und innen die Garden. Doppelreihig? Ja, natürlich. Hier, sieh, oben Fachwerk, unten gemauert, teilweise sogar unterkellert, das Ganze recht eng. Und da hat man dann eben jeden Platz ausgenutzt. Da hat man ja wirklich kaum richtig. Und das alles, um Waren und Güter zu lagern, denn da konnten mal Streifscharen der Nachbarn vorbeikommen. Wie gesagt, Grafen von Henneberg, Fürstabtei Fulda. Hier sehen wir 16. Jahrhundert, das Frankenwappen. Oder auch hier 1577. Man findet noch alte Inschriften, so im 15., 16. Jahrhundert. Da hat man das Ganze wieder erneuert. Es wurde mehrfach zerstört oder beschädigt. Doch jetzt gehen wir durch das Totenviertel nach draußen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, wenn wir rausgehen, schon. Weil die haben die Toten da reingetragen. Beim Rausgehen passiert nichts. Naja, gut, schön. Denn wir kommen jetzt zu einem, ja, Bildstock. Das ist einer, der ist ganz besonders, weil er ist uralt. Wir sehen das kleine hölzerne Säulchen mit dem Frankenwappen. Der Bildstock selbst, der geht zurück ins 13. Jahrhundert, das Säulenbündel unten, das Geschlungene. Dann hat man 1488 das neue Oberteil gemacht. Hier sieht man es, unten romanische Bauperiode, in der Mitte ist es gotisch. Und ganz oben auf dem Dachteil, das hat man dann wiederum 1591 erneuert. Da hat man also wirklich weiterverwendet und dran rumgebaut. Auch gut. So, der Weg weist uns nach Mittelstreu. Das ist ja gleich nebenan. Richtig.
Auch hier geht die Kirche, St. Johannes der Täufer, ins 13. Jahrhundert zurück. Und auch hier war einst ein Graben um die Kirche. Und wir sehen auch hier im rechten Teil, da haben wir noch Mauerreste. Sieht ein bisschen noch weniger erhalten. Ja, das ist praktisch das Gleiche. Da hat man dann rigoros 19. bis 20. Jahrhundert, bis dann doch einige Vernünftige kamen und sagten, hört doch mal, Geschichte ist eigentlich doch wertvoll. Naja, wenig genug, aber immerhin. Das, was erhalten ist, wird schön weiter erhalten. Hoffentlich auch die nächsten Jahrhunderte so. Denn hier haben wir auch Reste von Garden, stammen auch aus der frühen gotischen Periode, wurden dann auch 16. bis 17. Jahrhundert, hier 1677, erneuert und umgebaut. Auch hier wiederum Einlagerung der Güter. Dann war es innen natürlich noch Kirchhof, also Begräbnisplatz. Und ja, in der Kirche hat man Gottesdienst gefeiert. Und damit hatten die kein Problem. Nein, du hast dein Leben verteidigt aus dem Kirchhof heraus. Warst du tot, wurdest du hier begraben. Also alles zu seiner Zeit. Alles in Ordnung. Okay, also Garten zum Lagern. Richtig. Hier sehen wir den Kirchturm. Der geht wieder in die romanische Zeit zurück, 12. bis 13. Jahrhundert. Da sehen wir oben noch so einen Baumeisterkopf, einen Schutzkopf. Das Obergeschoss wurde erneuert, 1607. Da finden wir dann hier auch eine Kartusche mit dem Frankenwappen und Fürstbischof Julius Echter von Würzburg aus dem Hause Mespelbrunn. Wir begegnen ihm später noch im Frankenlande. Dann wurde 1609 das Schulhaus gebaut, vor die Kirche. Und hier auch wieder der Julius, richtig, der hat viel gemacht. Jetzt reisen wir weiter, per Post. Ach, das ist ja schön. Ja, zu der Zeit gab es schon die Ton- und Taxische Kaiserliche Post. Der Kasten ist natürlich neuer. Also hier, wir kommen nach Heustreu. So, und da haben wir unsere Kirche. Erscheinung des Herrn. Stammt auch aus dem 14. Jahrhundert. Keine Garden, nein. Aber Mauerwerk und Türme, kommen wir gleich dazu. Schauen wir uns den Vorplatz an. Zwei Bildstöcke flankieren die Kirche, wenn man so sagen darf. Stammen aus dem 16. bis 17. Jahrhundert. Sehr gehaltvolle Arbeiten. Und die Kirche selbst im Kern aus dem 14. Jahrhundert, also frühe gotische Bauperiode, zeigt noch so Biforien, Doppelfenster mit solchen, das Obergeschoss erneuert. Hier sehen wir, da wurde 1957 das Langhaus neu gestaltet, aber auch 1600, genau, da haben wir wieder unseren Fürstbischof Julius Echter. Schweres Mauerwerk, jetzt schauen wir uns das mal an. Keine normale Kirchhofmauer. Früher auch hier ein Graben, ein nasser Graben. Ja, und die Türme da im Hintergrund, das ist doch jetzt kein, ohne Witz, Minarett. Nein, nein, das stammt dann auch aus dem 15. Jahrhundert. Da begann nämlich die Sache im Rhön-Grabfeld ein bisschen heiß zu werden. Da gab es mal so eine Auseinandersetzung, kein offener Krieg. Nur mal so, Scharmützel, jeden Tag, mal hier, mal da. Dann hat man eben diese Türme gebaut mit Kirchhofmauer, die war schon früher da, man hat sie erhöht, Wehrgang draufgesetzt, los geht's. Dann ist das Ganze im 19., späten 20. Jahrhundert nochmals wegsaniert worden. Und schau mal, hier oben auf dem Berg, da ist ja noch eine Kirche. Richtig, komm, gehen da rauf. Naja, das ist aber hoch, ist es auch. St. Michael, auch aus dem 14. Jahrhundert. Und wieder mit schwerer Mauer? Ja, natürlich. Ha, hier war es gut, wenn du deine Kirche befestigt hattest. Eine feste Burg ist unser Gott und auch das Haus Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier wurde der Wehrgang abgetragen. Hier eins der Tore, einst schwere hölzerne Flügel, das Ganze ein Kammertor. Und hier ein zwar neuzeitlich erneuerter, aber zeitloser Spruch. Bist du mal auf der anderen Seite? Denk vorher dran, du kannst nichts mitnehmen. Wie dem auch sei, hier sehen wir nochmal die feste Kirchhofsmauer. Oben abgedeckt noch die Konsolen. Da lagen praktischermaßen dann die hölzernen Teile des Wehrgangs auf. Man sieht hier noch
Konsulsteine herausragen. Daran erkennt man das dann gut, da oben war noch was. Ist dann natürlich im 19. Jahrhundert abgetragen worden. Ja, warum wurde das so hoch gebaut? Ja nun, das war ein besserer Schutz. Die Talkirche, wenn man überrascht wurde. Die Bergkirche, wenn man Zeit hatte. Da hat man größere Chancen gehabt, heil davon zu kommen. Naja, schöne Aussichten. Ja, es waren Zeiten. Ein letzter Blick. Also hier oben warst du relativ sicher. Relativ besehen. So sah das mal aus, mit neuem Torflügel natürlich. Der Kirchhof außen erweitert und mit einem letzten Blick auf die Bergkirche geht unser kleiner Streifzug für dieses Mal zu Ende. Wir sehen uns wieder im Rhön-Grabfeld. Danke!